Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark im Überlebensmodus. Wir haben jetzt das DLC Tales from the Far Territory verlassen. Bei bestem Wetter. Das ist doch ein Witz. Ah. Das ist doch jetzt einfach nur ein schlechter Scherz, oder? Lagerkoller allein. Ach, weißt du was, Spiel? Also langsam. Das ist so lächerlich. Was soll ich denn jetzt machen? Ich hänge hier auf dieser blöden Bahnstrecke jetzt hier fest. Weil Lagerkoller, Wetter, alles mich gerade irgendwie verarschen will. Ich habe jetzt gerade 4 Stunden gewartet. Das Wetter ist immer noch schlecht. Ja, genau das ist der Grund, weshalb ihr auch nicht diese ganzen Lagerkoller-Geschichten einbauen müsst oder so. Das Spiel ist doch so schon scheiße zu euch. Ohne diese nutzlosen Funktionen. Tag ist jetzt wieder rum. Das kann doch nicht wahr sein. Das darf doch einfach nicht wahr sein. Das Spiel will mich doch mehr als verarschen jetzt gerade. Den ganzen fucking Tag ist es da am Stürmen. Wir haben jetzt gleich wieder Lagerkoller und überhaupt, ich habe langsam kein Wasser mehr. So. Ja, keine Ahnung. Warten wir noch mal ein bisschen. Darf jetzt noch mal eine Stunde, dann muss ich ja dem Dunkeln losgehen, ne? Wenn das Wetter nicht selbst in der Nacht jetzt furchtbar ist. Es klingt jetzt immer noch nach Sturm, ey. Ich Kotze im Strahl, das kann doch nicht wahr sein. Okay, es geht. Muss auf jeden Fall Feuer machen, um Wasser abzukochen. Wir sehen hier zwar so gut wie gar nichts, aber ja, es ist jetzt gerade so. Soll ich da sagen? Starting to weigh me down. Sollte doch reichen, um das Wasser jetzt abzukochen, oder? Problem ist, jetzt können natürlich auf der anderen Seite auch ganz viele Wölfe sein jetzt. Wir frieren trotz, dass wir hier am Feuer sind. Herrlich.
Bisschen stärken. Trinken und dann ziehen wir weiter. Ja, was für ein herrlicher Morgen hier. Nacht. Arschkalt ist es. Ja, vielleicht hier trotzdem noch mal eine Stunde schlafen. Vielleicht nicht mehr so ganz so stürmisch ist, oder was? Glaube ich ein bisschen besser aus. Naja. Nicht sehr viel besser. So, halten wir jetzt. Gucken wir uns jetzt mal an, wo wir hin müssen. Gut, wir können nicht viel sehen. Hinweis. Wir müssen jetzt hier die ganze Strecke lang, komplett zurück bis zum Ausgang zum Marschland. Aber erstmal die beschädigte Bahnstrecke überhaupt ja, überleben. Wir arbeiten uns hier Stück für Stück vor. Hier hopst ein Kaninchen rum, das ist gut. Unterwegs auch noch mal mehr Feuerholz aufsammeln. Und wir haben jetzt nichts mehr auf Tasche. Ah, hier könnte es gefährlich werden. Mit den Wölfen. Vielleicht verschanze ich mich auch erstmal nochmal das Auto hier. Gehe dann von hier aus dann weiter. Gut, wir essen nochmal ganz kurz was. Ich mache das jetzt Step by Step. Wir versuchen jetzt hier einfach das Gebiet zu verlassen. Aber so gut es halt geht, jetzt vor allem gerade in der Nacht, ist halt doof. Kann ich sowieso nicht einfach so durchwaschen, weil ich sehe halt so gut wie gar nichts. Ich hoffe jetzt einfach, dass wir die Nacht gut, die Nacht gut überstehen und stopp und hier durchkommen. Es ist sehr ruhig. Wir warten mal eine Stunde. Die Sonne sollte bald aufgehen. Jetzt geht, schlafen wir noch mal eine Stunde. Einfach ein bisschen Zeit verplempern. Wo jetzt? Dämmert es schon? Thank goodness. Made it through another night. So können wir losgehen. Es ist natürlich wieder stürmisch. Also ich raste aus. Kann auch nicht immer nur tagsüber stürmisch sein jetzt. Bei Tagen. Tut alles nicht zur Sache, wir müssen weiter. Wäre ich mal lieber in der Nacht weitergezogen. Hier ist zwar Holz, aber dafür brauche ich zu lange, es ist zu kalt. Oh nee, ey. Was ein Scheiß. Ah, hier können wir ja gar nicht rein, ne? Ich dachte, hier könnten wir rein, aber geht ja gar nicht.
Dann mal weiter, schnell Strecke machen. Desto schneller kommen wir hier erstmal weg. Und desto schneller nähern wir uns dem Rätselsee. Okay, der Sturm hat auf jeden Fall ein bisschen nachgelassen. Hier ist jetzt ruhiger. Für den Moment. Könnten wir ein bisschen Holz holen. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber wir brauchen halt Holz. Natürlich. Von einem Wetterphänomen zum nächsten. Ach ja, was vermisse ich diese Tage in The Long Dark, in denen man mal schönes Wetter hat und mal was sieht, in dem mal kein Sturm ist. Aber gut, soll wohl heute so nicht so sein. Heute ist eher Shitwetter den ganzen Tag in der Aufnahmesession. Der Erdrutsch. Essen mal was. Essen noch ein bisschen mehr, trinken mal was. So, was haben wir jetzt an Holz? Ja, das sollte ja erstmal reichen jetzt für die Notfälle. Überspringen wir den Erdrutsch mal. Müssen wir nicht den großen Bogen drumherum latschen. Wollen wir hier einfach nur schnell weg. Das spart eine Menge Zeit. Und vielleicht umgehen wir so auch einem Wolf. Trotzdem sehr, sehr kalt. Gut, im allerschlimmsten Notfall kann ich ein Feuer machen. Aber ansonsten müssen wir irgendwo bald hier ein Auto oder sowas unterkommen. Can't feel my hands. Im trostlosen Marschland haben wir ja leider dann nur die Möglichkeit, in den Waggon zu gehen. Und da kommt dann auch wieder die Gefahr mit den Bären hinzu. Aber gut, wir kamen jetzt durch diese Karte hier relativ schnell durch. Auch mit dem Unwetter war natürlich ja halt doof, alles klar. Aber wir hatten keine Wolfsgefahr. Das war dann doch sehr gut. Gut. Einen großen Teil haben wir hinter uns gelassen. Die dichte Bahnstrecke verlassen. Ja, sehr gut. Ist das Wetter sogar klarer? So, jetzt die große Frage: Kommen wir bis zum Waggon? Immer gefährlich hier. Denn der Bär und die Wölfe, die da Patrouille laufen auf dem Weg dahin, eine sehr große Gefahr.
Ja, einfach nur so schnell wie möglich weg. Arschloch ist auch einer meiner Hasskarten, absolut. Gibt zwar schon verschiedenste Ecken zu entdecken, aber der Weg dahin, den ganzen Einbrechen im Eis und so, ist absolut kotzen. Geh doch da jetzt rüber. Gott. So, da hinten links ist schon mal ein Wolf auf dem Eis. Hauptsache, wir kommen jetzt erstmal zum Waggon. Das ist unsere Zwischenstation. Alles andere ist jetzt erstmal egal. Zwei Wölfe sogar. Hoffe einfach, dass sie da hinten bleiben und gut ist. Lasst uns hier in Ruhe, das wäre schön. Ah, Drittel der Strecke ungefähr haben wir geschafft. Auch sehr weitläufig, aber seit der Punkt von A nach B der Map der schnellste Weg, aber auch relativ gefährlich mit den Tieren, die hier rumlaufen. Da hinten den Waggon sehen. Ah, vielleicht haben wir Glück. Mal gucken. Vielleicht etwas Glück. Wäre ja schön. Da können wir uns dann wohlverdient aufs Ohr hauen. Ja, vielleicht müssen wir wirklich eine Pause einlegen bis zum 30. März, wenn ich jetzt so gucke. Unser Ziel ist es jetzt zum Rätesee, zum Haus am See zu kommen. Das schaffe ich jetzt alles in dieser Aufnahmesession. Da es dann doch nur 5 Folgen sind, in der nächsten Folge sind wir ja da spätestens. Da müssen wir wohl erstmal eine kleine Pause einlegen. Und auf das ja, großer Update im März warten. Am 30. März ist es dann soweit. Dann kommt der zweite Part vom DLC raus von Tales from the Far Territory Part 2. Keine Ahnung, wo da der Zugang dann sein wird, wie die Karte aufgebaut wird. Ich habe keine Ahnung. Lass uns mal einfach auf uns zukommen. Freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Aber wie gesagt, ein Päuschen müssen wir dann in Kauf nehmen. Macht ja keinen Sinn, dass ich jetzt hier noch Dinge mache, um Zeit totzuschlagen, nur damit wir dann ja das dann gezogen bekommen bis zum Ende März. Da machen wir halt erstmal eine kleine Pause. Werde ich den nächsten Part aber auch hier in dieser Playlist mit einfügen. Bei aktuell spielen. Also nicht wundern, auch wenn die nächste Folge dann Ende heißen sollte. Es ist dann nicht das Ende, sondern es geht dann noch weiter. Kann ja auch vielleicht einfach in Klammern Pause schreiben. Wäre mal was anderes. So, jetzt aber erstmal zum zum entgleisten Waggon, so rum. Und da wollen wir uns ausruhen.
Ja, ich mag das Gebiet hier auch nicht wirklich, weil ja dieses ständige Einbrechen überall und doch auch die Gefahren der Tiere sind nicht ohne. Eine nicht so schöne Map, kann man so sagen. Hier erstmal eben alles mit. Wir können ja immer noch aussortieren. Nähzeug. Aha, cool. Hinweisversteck. Das ist dann sowieso dann mal gucken, wo This gear is starting to slow me down. wir dann sind. Fließkappe brauchen wir nicht. Auch noch was. Brauchen wir nicht. Revolverpatrone, nice. Und die Lampe kann ich auseinandernehmen. Dann gucken wir doch mal eben die Kategorien durch. Kann ich hier noch da Nacktperlinge bereiten, vorbereiten, wie auch immer. Hier sind wir auf jeden Fall sicher. Ich höre draußen einen Wolf neben dem Waggon umherlaufen, aber hier drin sind wir safe. Da haben wir ein Buch, die Wildnisküche, könnten wir komplett lesen. Würde ich gleich vielleicht mal anfangen, mal gucken. Ansonsten, ja, wir haben sehr viele Medikamentssachen, aber die habe ich ja mitgenommen von der alten Map. Feuer machen könnten wir, um nochmal Wasser abzukochen. Aber gut, essen wir was, trinken wir was und dann ruhen wir uns hier mal aus. Irgendwas läuft hier um uns herum. Vorne irgendwo, ein Wolf oder sowas. Gut, wir ruhen jetzt aus. Erstmal 2 Stunden. Wir uns sogar noch mal 3 Stunden ausruhen. Vielleicht schlafen wir auch einfach hier bis zum nächsten Morgen. Ich weiß, das ist wieder viel Zeit. Der Bär. Da hinten ist der Bär. Da vorne. War gerade uns besuchen. Deswegen hat sie die ganze Zeit irgendwie welche Geräusche gemacht. Er war hier direkt um unser kleinen Waggon. In unserer Nähe. Das Screen wird gemacht. So, ja gut. Dann würde ich sagen, das war's jetzt auch schon wieder für diese Folge. Wir sind sowieso schon bei 23 Minuten. Und dann wird die nächste Folge dann die letzte Folge sein. Bereiten wir uns dann auf das nächste DLC vor. Machen unsere Taschen dann soweit ready. Können vielleicht dann hier das eine Buch dann noch lesen und so weiter und so fort. Aber das und mehr machen wir erst in der nächsten Folge für euch dann übermorgen. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich bin dann wieder für euch da in der nächsten Folge übermorgen. Bis dahin. Tschüss.